junge Dame mit dem Koffer. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln und meine Gäste heute, Adrian Engels und Markus Redinger, das Duo Onkel Fisch, das Comedy-Duo, Comedy, oder? Comedy, wir sagen Comedy, aus Prinzip. Ist das nicht zu plakativ? Wenn man den Begriff Comedy negativ besetzt, ja. Ach, wir haben uns einfach in 18 Jahren dran gewöhnt. Das ist also das hat mich ja wirklich irritiert. Ich habe euch jetzt im Vorgespräch so rumalbern sehen. Nach 18 Jahren, wird man da einfach nicht professioneller oder ist es genug? Ja, war schön. Das hört einfach nicht auf. Nee, ich glaube, das ist einfach wirklich der Grund, warum es Onkel Fisch überhaupt gibt, wenn wir jetzt mal ganz direkt ins Eingemachte gehen. Wir haben von Anfang an einfach so viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben uns beim Theaterspielen, Studententheater kennengelernt und nachdem wir, glaube ich, die zweite oder dritte Probe komplett mit Schwachsinn gesprengt hatten, war dann ganz schnell die Idee, ja, komm, lass es uns wenigstens mal auch dann so direkt auf der Bühne probieren. Und wenn das nicht gehalten hätte, dann wäre ich sowieso schon viel früher weg gewesen. Du musst dich ja auch, um einen guten Witz zu machen, musst du dich auch ein bisschen fallen lassen. Also du musst ja einfach auch das Normale wegschieben, um dann ein bisschen dich in einen albernen Modus zu begeben, sage ich mal. Apropos fallen lassen. Also ich kenne das in Beziehungen, man kann sich fallen lassen beim Partner. Kann man sagen, dass ihr sowas wie, ich weiß nicht, wo der Begriff kommt, Arbeitsehemänner seid? Wir sind definitiv Arbeitsehemänner. Ja, wir sind ja auch keine Künstler, die jetzt, sag ich mal, bis 14 Uhr schlafen und dann abends nochmal kurz vor der Bühne aufstehen, vielleicht was essen und dann nachts durchfeiern bis 3. Also wir treffen uns jeden Tag um 10 Uhr im Büro, knallhart. Wir haben ein kleines Büro hinter dem Hauptbahnhof von Köln und fangen an sofort. Um 10 Uhr werden Witze geschrieben, da werden sie ganz pünktlich, weil wir sind deutsche Comedians. Und insofern sehen wir uns tatsächlich jeden Tag. Am Wochenende treten wir dann auch noch abends zusammen auf. Und ich würde behaupten, dass wir ohne Probleme uns definitiv viel häufiger sehen als unsere jeweiligen Partner. Wir haben zumindest einmal miteinander Urlaub gemacht. Aber irgendwie denkst du, du brauchst auch mal einfach mal 3 Wochen andere Gesichter. Den Fehler dann nie wiederholt. Also ich habe eine ernsthafte Geschichte hier. Aber wir können füreinander bestellen im Restaurant, das ist alles kein Thema. Also wir wissen auch, was der andere denkt, wir wissen ungefähr, welche Anekdote kommt. Also da sind wir voll, leider, dass das alles... Gab es mal einen Bruch in den 18 Jahren? Als er mal die Unterhosenmarke gewechselt hat, ja, das fand ich sehr irritierend. Das tut mir auch leid, ich wollte das nicht. Ist das immer noch so nah? Ja, das ist ein Fehler. Das tat mir sehr weh, ja. Ich hatte ja so schöne Sachen gestrickt und jetzt auf einmal. Ja, er sollte mir nie wieder gestrickte Unterhosen. Das ist ein schreckliches Thema. Nein, also im Bruch hat es Gott sei Dank nie gegeben. Ja. Wir haben natürlich, wie in jeder guten Beziehung, so oft gezofft, gefetzt. Das ist ganz klar, wenn man davon überzeugt ist, dass man lustiger ist als sein Partner. Das Problem ist, unsere Basis-Diskussionsgrundlage ist ja eigentlich meistens, ist das jetzt witzig oder nicht? Ja. Und da ist dafür keine wirklich abschließende, sag ich mal, Argumentation gibt, außer man erzählt, ich spüre es tief in mir drin und begreife es doch. Oder mit wie heißt Good Morning Vietnam, tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich witzig bin. Ja. Nein, es ist halt so, dass dass man da oft sehr oft in einen emotionalen Stressmoment gerät. Und dann bleiben die Argumente meist auch auf der Strecke. Ja. Aber wenn man noch gar keine hat. Wie ist das, wenn man hier 11. September, Fukushima, und jetzt haben wir so eine Art krasse Wirtschaftskrise, am Freitag war ein Beschluss irgendwie, dass ab jetzt gar nichts mehr hier entschieden wird, sondern irgendein Gremium macht irgendwo irgendwas. Was kann Humor, Comedy, Satire in so einem Moment überhaupt ausrichten oder welchen Zweck erfüllt Comedy in dem Fall? Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, gerade um diesen 11. September herum. Wir haben damals eine Sendung für 1Live gemacht, 2 Stunden Radio-Comedy, wo wir auch Gäste eingeladen haben, Sketch präsentiert haben. Dann ist der 11. September passiert. Also wir haben am 10. September unsere erste Sendung gehabt. Genau, und nächster Tag war direkt der 11. Und es ging uns beiden ganz klar, so wie, glaube ich, wie allen Menschen, wir waren völlig fertig erstmal. Es war auch überhaupt kein Gefühl mehr da, es fühlte sich alles taub an, hatte keinen Bock mehr auf Witze schreiben, machen. Und das hat sich natürlich dann so jeden Tag irgendwann ein bisschen mehr gegeben. Und irgendwann hast du gemerkt, ich muss jetzt wieder was anderes machen dürfen, ich muss was anderes erzählen dürfen. Es gab Kollegen, die haben gesagt, jetzt kann man nicht mehr lachen, jetzt kann man nicht mehr Comedy machen. Vielleicht in den ersten Stunden oder ersten Tagen kann ich das sogar auch nachvollziehen, weil da ging es mir, glaube ich, schon. Also erstmal war ich einfach nur schockiert, ich war völlig fertig. Es hat sich geändert. Es ist auch immer ein Unterschied zwischen, wenn du jetzt gerade so Fukushima und Finanzkrise dazu legst,
beim 11. September hast du diesen klaren, diesen Einschlag, dieses sehr punktuelle Erlebnis, was du nicht skandalisieren kannst, weil es einfach da ist und weil es dich in dem Moment wirklich emotional betrifft. Während bei Fukushima es sich auch schon wieder so hingezogen hat und allein sowas wie TEPCO, wie sich TEPCO damals verhalten hat oder sowas, das wiederum löst Entrüstung aus. Und Entrüstung, wenn du Entrüstung hast, dann musst du Spaß darüber machen. Dann ist der Humor immer ein Katalysator dafür. Weil Entrüstung wird dich immer nur aufstauen, wird dich immer nur zumachen. Du musst es einfach... Um das mit dem 11. September vielleicht noch zu sagen, irgendwann ist es nämlich schon so, dass wir natürlich auch darüber Witze gemacht haben. Und wir haben gemerkt, wie sehr die Leute eigentlich danach gedürstet haben, endlich über dieses schreckliche Erlebnis auch lachen zu dürfen. Weil Humor ist immer auch eine Form von Verarbeitung. Es ist glaube ich, seit die Menschen irgendwo in der Höhle gesessen haben und es hat monatelang geregnet, haben sie sich Witze erzählt, sie haben sich Geschichten erzählt und sie haben gelacht, um einfach ihre Verzweiflung ein bisschen abklingen zu lassen, um es verarbeiten zu können. Und das hat sich seit 100.000 Jahren, glaube ich, nicht geändert. Können Sie seit 100.000 Jahren reden? Nein. Ihr geht ja auch auf viele politische Themen oder gesellschaftliche Themen ein. Wir hatten ich nehme Fukushima, wir hatten eine Klimakanzlerin, die zur Atomkanzlerin wurde, die zur Energiewendekanzlerin wurde. Wir wissen gar nicht, was jetzt nächste Woche kommt. Aber ich wollte an der Stelle nochmal ganz persönlich bei Frau Merkel bedanken. Viele gute Witze. Danke, Angela. Also, vielleicht ist das ein guter Ansatz, wenn man sich jetzt den Teppichminister anguckt, den Außenminister anguckt und so weiter. Was ist denn noch möglich, wenn so eine Regierung so eigentlich alles an Satire selbst beansprucht und euch nichts übrig lässt vielleicht? Na, das macht die Witze einfacher, weil du im Endeffekt nur, im Endeffekt ist es mittlerweile so, du kannst, Nibel, Teppich reicht. Du musst noch nicht mal was draus machen eigentlich. Also es ist schon, insofern ist es dann vom Geschäftlichen her ist es etwas einfacher. Ja, aber trotzdem ist es natürlich immer noch unser Recht, wir bestimmen, was komisch ist. Ne? Also jetzt das würde ich jetzt nicht an Politiker abtreten. Das finde ich schon eine ziemliche Unverschämtheit von mir. Also auch hier wieder geht es ja auch, was ist dann eigentlich wirklich lustig? Ist es jetzt lustig, dass Herr Niebel ein paar tausend Euro spart für einen Teppich, den er am Zoll vorbeifährt? Oder ist es eigentlich lustig, dass dann schon wieder die Ersten da stehen und seinen Rücktritt fordern und sofort das alles skandalisiert wird, dass du sofort einen riesen, den Shitstorm hast, wo du einfach nur davor stehst und denkst, halt mal den Ball im Dorf, weißt du? Den Ball im Dorf, Digga. Halt mal den Ball im Dorf. So. Ein guter Satz, den merke ich mir. Halt mal den Ball im Dorf. Aber du weißt, worauf ich hinaus wollte. So. Ja, und du kommst aus Ratingen, hattest du mir erzählt. Aber halt mal den Ball im Dorf. Halt mal die Kegelkugel im Dorf. So. Seht ihr euch als Dienstleister auch? Ja, also das würde ich schon auf jeden Fall sagen. In gewisser Weise sind wir das ganz klar, weil es wirklich so sein kann, dass wir morgens um 10 ins Büro kommen und dann ruft der Redakteur an und sagt, ich will jetzt aber hier zu Teppichimport, Import-Export-Nebel möchte ich jetzt in einer Stunde einen Sketch haben und dann machen wir das natürlich. Also in dem Sinne sehe ich mich ganz klar auch als Dienstleister. Aber es ist immer noch ein Auch. Auf der anderen Seite ist es leider, wir sind so in einer Twitter-Position, weil auf der einen Seite bist du als Humorlieferant immer ein Stück weit Dienstleister. Es geht ja darum, Leute zum Lachen zu bringen. Und wenn ich einfach nur Witze für mich mache und kein Mensch lacht darüber, dann mache ich offensichtlich etwas sehr, sehr falsch. Dann kann ich zwar die Sachen für mich machen und sehr glücklich sein, aber ich bin zwangsläufig Dienstleister. Die Leute sollen lachen am Ende des Tages. Und der zweite Punkt ist, dass wir trotzdem eigentlich das Glück haben, zumindest bisher, größtenteils eigentlich nur das gemacht zu haben, worauf wir auch Lust hatten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man da sitzt und denkt so, ach nein, ach keine Lust, ach was, ach nee. Und so, nee, den Go-Joke finde ich doof, den möchte ich überhaupt nicht machen, aber ich mache ihn trotzdem. Also das passiert nicht. Fast nie. Also wenn ihr Dienstleister, ich würde euch gerne mal beanspruchen. Also manche Zuschauer schreiben mir immer, es ist alles zu ernst bei meinen Interviews und so weiter. Ich würde einfach auch als Dienstleister es ein bisschen witziger gestalten. Das kommt drauf auch auf die Kohle. Mein Freund, kommt immer auf keine Kohle. Dienstleister ist das. Okay. Ich würde einfach mal so ein paar Tipps einholen wollen. Ich habe jetzt diese Woche noch, treffe ich mich mit dem Vorsitzenden der Jungen Liberalen, Lasse Becker. Habt ihr da irgendwie einen Tipp? Was kann ich da einbauen? Hat er einen Scheitel? Okay, ich habe Gregor Gysi demnächst. Was kann ich da machen? Gregor Gysi kannst du fragen, was du willst. Ja. Also ich glaube, wenn du da irgendwo auf andrückst, dann... Herr Gysi, was habe ich heute Morgen gefrühstückt? Ja, also nein, also die ganze und so, die SPD, nein, und, ach ja, und diese Wagenknecht, na ja, und der Lach und den, naja, das wird schon, das geht, das kriegst du, das läuft von selbst. Ich glaube auch, dass es da... Der ist so humorvoll, der Gysi, lustigerweise. So, ich glaube, das wäre der auch nicht so lange dabei. Ja, ich glaube, anders könnte das nicht aushalten. Und in der Partei, ja. Dann habe ich, kennt ihr Harald Lesch? Das ist so ein ganz wichtiger Prof für mich gewesen, der geht so, erzählt ihm, kennt ihr den? Erzählt so vor so einer Tafel, erklärt der, das Universum. Lustige, genau, dieser Universumsprof da, ja. Der hat so ein graues Haar, ein bisschen ovales Gesicht, ne? Genau. Ich meine, ja, Stunden. Ja, ich erinnere mich ganz genau, als er. Das ist ja so ein ernster Wissenschaftstyp, ne?
ich ihn ja mal fragen, warum hat Gott sich das Universum überhaupt einfallen lassen? Frag ihn mal nichts zum Universum. Weißt du, frag ihn nur so Sachen, was er gerne macht, was er für gerne für Musik hört. Finden Sie Onkel Fisch? Zum Beispiel. Und da würde er direkt sagen, ja, aber egal, das ist nicht schlimm. Okay, auf eine freue ich mich, da ist der Termin noch nicht fest, aber auf die freue ich mich richtig, weil ich die immer süß fand, das ist Sandra Maischberger. Ja? Ja, was würdet ihr da machen? Das ist schwer. Frag doch mal, ob sie mal mit dir tauscht. Frag doch mal, ob eine Sendung von ihr und sie soll mal so zwei, drei Leute für dich interviewen gehen. Ja. Das wird doch. Oder fragst du ja mal, ob sie Supertalent macht. Auch, ob sie das machen würde. Supertalent. Das ist zwar nicht lustig, aber es würde mich mal interessieren, ob sie sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, so statt Michel Hunziker. Sandra Maischberger. Das wäre zumindest, hätte der ganze Sache mal ein anderes Grundthema. Statt Dieter Bohlen, Marcel Reich-Ranicki. Sehr hübsch. Ja. Warum? Fang direkt an, ich direkt die Zunge raus. Sofort geht raus. Ja. Aber das wäre ja schon sehr lustig. Und dann steht da einer vorne und furzt Melonen aus und dann sagen alle Leute, ja, Marcel Reich-Ranicki, ja, das hat mir ganz gut gefallen, das hast du schön gemacht, du hast die Leute hier begeistert, ja gut. Aber wo war der literarische Anspruch? Der hat mir ein bisschen gefehlt, aber ansonsten furzt weiter Melonen, du kommst in der nächsten Runde, hier hast du eine Recall-Karte. Also ihr wart Kinder, du im Saarland, du in Ratingen. Ja. Man hat ja so Träume, ich will Lokführer werden, ich will Weltherrschaft und so. Was war's für euch? Ich wollte entweder Müllwagenfahrer werden, weil man da hinten da kann man draußen fahren, auf dem Auto, hinten draufstehen. Und das zweite war, ich wollte Priester werden, aber nur wegen der Klamotten. Ich fand nämlich diese zurückgeknöpfte Soutane. Dann hast du den Karneval in Köln gefunden. Dann habe ich den Karneval in Köln gefunden, ich war gerettet, ja. Ratingen hat auch sehr viel Karneval. Wir reden eindeutig sehr viel über Ratingen gerade. Entschuldige, ja, ich fühle mich auch ein bisschen diskriminiert. Du sprichst das immer wieder an. Also Saarland, Wagenknecht hat mir gesagt, sie organisiert mir einen Termin mit dem Oskar Lauf und den Honecker kommt auch aus dem Saarland, ne? Ich schwöre, der wohnt, der hat in Wellington. Siehst du dich in dieser Linie? Nein, Dachdecker wollte ich nie werden. Also, es ist schon gemein, dass es im Saarland in der Hauptsache kleine Männer kommen, die sehr eigene politische Visionen haben. Ich zähle mich nicht dazu, obwohl ich sehr klein bin. Ich habe eigentlich so mein erster bewusster Berufswunsch war natürlich ganz klassisch. Ich wollte das werden, was mein Papa war damals. Und der war bei der Stadt Homburg im Saarland, beschäftigt und hat die Garage der Stadt sozusagen beaufsichtigt. Also wo die ganzen großen Autos waren. Eben der Müllwagen, der Feuerwehrwagen. Also wir hatten zwei. Da hatten wir zwei viel gemeinsam. Ja, und es dann zu wissen. Und diese Garage hatte tatsächlich ein riesiges Garagentor. Und das hat mich als Kind wahnsinnig beeindruckt. Also dieses Tor. Das Tor der Hölle öffnet sich, das war. Also, das habe ich mir immer vorgestellt, Torwächter oder so. Und wo wollt ihr hin als Duo? Ach, wir würden einfach gerne weitermachen. Bis zum Dank immer leid. Unser Traum ist ja immer noch. Unser Traum ist eigentlich, dass wir irgendwann so alt sind, dass wir. Der heißt nicht Sunny Boys, er heißt etwas anders. Also die zwei alten Säcke, die ganze Zeit. Die zwei Säcke, wo der eine den immer anspuckt und der andere piekst ihm immer in die Brust, die Boulevardkomödie. Dass man die irgendwann mal spielen kann. Wir haben einen super Witz erzählt, wir können doch nicht mal den Film benennen. Ich glaube, es ist Sunny Boys. Die beste Theateraufführung, die es davon gab, zumindest die ich kannte, ist mit Harald Junke und Wolfgang Spier. Unfassbar großartig. Ganz, ganz toll. Wir stellen uns halt immer vor, wie wir mit 90 so, mit dem Gehwegelchen. Du bist über den Fuß gefallen. Lass mich in Ruhe. Man hofft einfach, dass man das machen kann. Ich glaube, das ist nur zu unserem Vorteil. Was wir beide mit 70 auf der Bühne stehen und immer noch ankeifen, das könnte sehr lustig sein. Ich nenne zum Schluss immer drei Begriffe und bitte um drei schnelle Assoziationen. Louis de Funès. Was? Bretter. Geige. Stefan Raab. Oh. Okay. Helmut Kohl. Der Dicke aus Oggerschim, Leberwurst. Helmut Kohl denke ich immer nur an Leute, die versucht haben, Helmut Kohl nachzumachen. Stefan Wald. Super. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Wir hatten vorher viel Spaß und ich glaube, wir haben auch gleich wieder viel Spaß. Ich würde euch gerne nochmal besuchen. Werden das Interviews nicht? Werden das Interviews die Stimmung so im Keller? Weißt du, ist das doch. Er hat gesagt, dass er das macht, wenn das Interview irgendwie scheiße wird. Ja. Damit ihr unterschreiben könnt, er soll aufhören zu rauchen. Ja. Er soll aufhören zu rauchen. Er hustet ja dabei. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich komme gerne nochmal hierher. Gerne. Und ich werde die Kollegin Petra von der Bäckerin Petra noch nicht fragen. Vielleicht machen wir zum dritten Mal ein Video. Sehr gerne. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß und bis bald. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und freue mich auf das nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast. Und wer ist es? Lasse Becker, der Juli-Vorsitzende. Bis zum nächsten Mal.